Servus, meine Landgänger. Schön, dass ihr wieder reinschaut auf eine gemütliche Runde Raft mit Voucher und mit uns am Alderle. Ich freue mich auf die Runde heute und mir wird mit jeder Folge bewusst, wie viel Inhalt mittlerweile in dem Spiel drin ist. Es ist der Wahnsinn. Die Story haben wir noch nicht mal angefangen. Wir gehen auf die 10. Folge bald zu. Aber wir haben unser Floß noch nicht mal wirklich ausgebaut. Wir sind eigentlich die ganze Zeit aber beschäftigt. Es ist tierisch viel. Oh, ja, genau. Und wie viel Inhalt wir nicht zu sehen kriegen, wenn unser Männle nichts mehr zum Trinken hat. Ja, ist doch gut. Ich habe es doch schon gesehen. Ich habe es doch schon gesehen. Ich würde sagen, wir stärken uns. Ich würde schon versuchen, an dieser Insel so viel wie möglich rauszuholen für uns. Also wirklich massiv Sachen rausholen. Ich hätte schon Bock drauf, dass wir die richtig schröpfen. Ich weiß aber nicht, ob wir vorbereitet sind dafür schon. Ich würde sagen, das finden wir gemeinsam raus. Wir machen uns jetzt mal kurz hell. Schön, machen wir das einmal so, das machen wir so. Wir haben nämlich auch Holzbedarf. Das heißt, ich hole erstmal eine Fuhre Holz, glaube ich, dass wir die Feuer brennen lassen können. Das würde meiner Meinung nach Sinn machen. Jetzt pass auf. Ich gucke mal eben hier alles durch. Wir gehen ja jetzt looten. Das heißt, wir brauchen nicht den Flapper mitnehmen. Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Ersatzstocher hier nehmen wir auch mit. Dann hätte ich gerne hier die letzten Holz verballert. Das hier lassen wir, wie es ist. Das lassen wir auch, wie es ist. Dann gehen wir zu unserer neuen Kiste. Machen das hier rüber. Ich habe die letzte Axt am Start, Leute. Aber ist doch okay, oder? Wir brauchen eigentlich nicht das hier, wenn wir jetzt gleich unterwegs sind. Und wir brauchen eigentlich auch nicht unser Metall. Warte mal, ich nehme das hier mal raus. Dann fülle ich hier schon mal nach. Und hau die Barren hier rüber, die Erze hier rüber. Das letzte Fleisch würde ich gerne noch durchkochen, dass wir was haben, wenn wir zurück sind. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein Schlückchen was zum Trinken. Weißt du, wir sollten hier auch dann den Fisch gleich mitnehmen, den Kugelfisch. Und wir gucken mal ganz kurz. Wir hatten doch den Safter. Haben wir den Safter schon gehabt? Hier. Vielleicht kriegen wir den noch aufgebaut. Weil der bringt doch bestimmt auch irgendwas Cooles. Scheißele Kaisele, ich habe kein Holz mehr. Was kostet denn der Safter? 6 Plastik. Ah. Die haben wir bestimmt nicht rumliegen. Doch, 6 Plastik hätte ich. Warte mal, geschwind. Vielleicht können wir irgendwie da was herstellen, was uns jetzt noch hilft. 4 Flabber brauche ich und einen Bolzen. Bolzen. Oh. Wann ist denn das passiert? 4 Flabber. Oh, eine Leiterplatte. Brauche ich 2 Kupfer. Weißt du was? Wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Ich habe nämlich tatsächlich ein ganz kleines bisschen weniger Druck als gestern noch. Ich will die ganze Zeit ja mit euch in die Story einsteigen, ne? Aber dann denke ich mir die ganze Zeit, die kommt doch früh genug. Wir wollen es ja sowieso alles sehen. Und dann ist mir wieder eingefallen, ich bin ja nicht der einzige Kanal, den es gibt. Wenn einer wirklich nur die Story sehen will, ist er bestimmt schon längst woanders. Da können wir uns also auch die Zeit lassen, die wir brauchen. Pass auf, der Entsafter wäre doch eine coole Geschichte bestimmt. Ein Flabberle brauche ich jetzt noch mehr. So. 4 Kunststoff und 6 Blanken. Die könnten wir uns doch kurz aus dem Meer rausziehen hier. Das sind auf jeden Fall 6 Kunststoff. Ich mach das jetzt einfach mal. Wo ist denn der? Da. Hallo. Digga, die Frage wäre jetzt nicht, wo du bist mehr, sondern. Eins. Scheiße, da ist er. 2. Ich darf jetzt bloß meinen Speer nicht komplett verbrauchen oder so. Ja, komm nur. Komm nur. Der nächste Biss schenke ich ihm. Au. Den nächsten schenke ich ihm auch und dann werde ich mich kämpfend zurückbewegen. Wo bist du? Ich hasse es, ich hasse es. Wie viel haben wir denn jetzt? Jo, das reicht. Oh, guck mal, wie weit er seinen Kreis jetzt zieht hier. Fast so weit, als ob er uns aus den Augen verloren hätte. Hat er nicht. So, mein Freund. Jetzt ist mein Metallspeer bald durch und den hätte ich eigentlich gebraucht. Upp, ich bin oben, ich bin oben. Ich bin oben. Mir fehlt ein Holz, ich glaub's ja nicht. Komm, wir holen uns geschwind der Holzpfanne. Den haben wir doch jetzt einwandfrei mit uns mitgekitet, oder?
So, da unten war ja bis jetzt nur das Lama. Wir müssen natürlich aufpassen. Es kann auch sein, dass Schweinle hier ist, ne? So, meine Lieben. Wir haben den Entsafter gebaut und ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. Zurück aufs Floß. Finde ich schon mal ziemlich gut jetzt. Keine Ahnung, was der kann. Wie groß ist denn so ein Entsafter? Nicht baubar außerhalb vom Floß. Ne? Ist mal klar, ist mal klar. Jo, ist das eine Maschine? Oh, ist das eine Maschine? Lieber ein Safter mein. Hier wisst es sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der braucht eine Batterie. Wir hatten einen Safter-Rezept. Ein Rezept, das im Entsafter zubereitet wird. Was braucht er? 3 Kokosnüsse und 1 rote Beete. Das klingt ja schon super lecker. Das klingt ja schon super lecker. 2 Kokosnüsse und rote Beete. Ah, der funktioniert offensichtlich so ähnlich wie der Grill. Rübe. Kokosnuss, Kokosnuss. Beginne mit dem Kochen. Und er läuft mit Batterie. Wenn ich das mal nicht geil finde, dass wir jetzt unseren Entsafter angeschmissen haben, noch bevor wir hier losziehen. Aber ich sehe gerade, wir haben auch viel zu wenig Material hier zum Essen und so. Wasser könnte man auch nochmal, ne? Wir dürfen nur nicht vergessen, wenn wir jetzt gleich unterwegs sind, lasst uns definitiv Holz noch mitnehmen. Cool, der Entsafter, wie er abgeht. Was eine gute Maschine, oder? Warte mal. Oh, trinken? Ah ne, das ist, weil ich den Becher jetzt habe, ne? Aber wir brauchen bestimmt den Becher auch. Wir haben den Entsafter baut. Jetzt geht's los. Jetzt geht's euch an den Kragen. Scheiße, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Hör auf! Oh! Bis wir zurück sind. Achso, der greift ja nur noch an, wenn er hier im Ding ist, ne? So. Benötigt Trinkglas. Boah, nö, oder? Trinkglas? War das? Ich dachte, das wäre ein Rezept, das wir. Das müssen wir noch freischalten, gell? Tja, meine Lieben, wer hätte gedacht, dass wir heute doch nicht loskommen? Wo ist denn das Trinkglas da drin gewesen? Glas war Sand, gell? Ach scheiße, jetzt hätte ich nämlich voll Bock, dass das geklappt hätte. Egal, aber ja, weißt du, wir machen einfach eine Pendeltour. Ich gehe jetzt nochmal Holz holen. Dann machen wir einmal Sand da rein und bauen uns ein Trinkglas. Zweimal Sand, ne? Wir brauchen ja Glas. Eins zum Entdecken und eins zum Dings. Jetzt hole ich mal Holz, dann haben wir da schon mal ein bisschen weniger Stress. Ist ja auch eine große Insel. Ich weiß, dass man gegen Ende vom Spiel, wenn man dann schön drin ist und alles schon hat, dann grast man die ruckzuck ab. Aber unsere erste große Insel, hinten ist übrigens Schwein. Wenn ich es richtig weiß, muss ich es 9-mal mit dem Speer erwischen oder mit 9 Pfeilen. Ne? Werden wir nachher rausfinden. Und ich glaube, die Pfeile kriegt man wieder, wenn man es... Problem ist, ich muss es am Wasser machen, gell? Das ist doch so Imberle. Ja, Imberle, Bimberle. Jetzt hole ich erstmal genug Holz. Ich finde es gerade ziemlich schön, dass wir nicht in einer Folge die Insel schön durchkleppern, weißt du? Ich feier's. Ist das das, markiert das den Höhleneingang da vorne, dieses Gerinsel? Jo. Kann ich es vielleicht abbauen und ich weiß es nicht. Hey, wir haben jetzt die Schaufel einmal dabei. Kann ja mal kurz anheben. Vom Holz müsste es reichen. Gerinselkrieg gibt nichts, ne? Oh, super, machst du das, Digga? Nee, nee, wir müssen drin die Erde. Reicht das jetzt, was ich an Holz habe? Lama, oh Lama, eines Tages gehörst du mir. Scheiße, mit dem Speer brauche ich nicht weit aufs Ding los wollen, ne? Pfeile sollte man auch mehr machen normalerweise. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich ja Blanken, 16 Stück. Jetzt können wir kurz die Maschine hier anschmeißen.
Die auch. Dann müssen wir auf die Suche gehen nach unserem Sand. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich es hingeschmissen habe. Da ist er. Der Sand, da ist er. Machen wir das zack, machen wir das zack und Züpfle. Ich glaube, das war so, gell? Jo, Sand ist drin. Das wird schon, das wird schon. Ah, ich habe ja noch Metallspeer, sehe ich gerade. Super, das. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Wo? So, Sämelchen rüber. Du könntest allerdings zwischendrin einfach auch mal Mango essen. Das schadet dir auch nicht. Immer nur das gute Haifischfleisch reinbollern. Wirst du irgendwann, wirst du am Knochenaufbau dann mägen. So. Ich schwalle halt, ne? Dim, dim, tada. Jo, mach drauf. Das war der Lehm. Der restliche Sand kann dann hier rüber. Wo habe ich denn jetzt schon wieder die Kupferbahn rausgezogen und warum? So, Leute. Wenn du mich fragst, trinken wir jetzt gleich unseren ersten Schmusi. So, Glas ist fertig. Bis das zweite fertig ist, entdecken wir schon mal ganz kurz Glas. Hallöchen. Popöchen. So, wo ist mein Trinkglas? Ganz oben bestimmt. Ja. Trinkglas habe ich gelernt und wir brauchen dafür ein Glas. Und hey, welch Wunder. Hier wird es gleich fertig werden. Glas haben wir. Trinkglas haben wir. Alter, das sind gleich 4 Stück geworden. Sehr gut. Hallo Schmusi-Man. Pickup Kokosnussschlag. Wie nur einen rausbekommen? Etwas Süßes für das Kind in dir. Hier, guck mal, das Becherle an. Warte mal, da wollen wir doch sehen dabei, oder? So, haust sie rein. Das ist eine Feinerei. Ach Gott, ist das eine Feinerei. Jo, wir haben einen Bonus gekriegt drüben beim Wasserabteil. So. Leute, wollen wir das Schwein angehen, bevor dann die Zeit rum ist und wir gar nichts gemacht haben? Ich glaube, wir machen das Schwein, oder? Jupp. Pass auf. Ich präpariere mich nochmal geschwind. Nee, du musst an deine tolle Kiste gehen. Im Moment laufe ich hier mehr im Kreis wie das andere. So, Leute. Ich pull das Schwein hierher und dann gehen wir wieder ins Wasser immer so rein. Und dann passt es schon. Ich kann natürlich aber auch ganz kurz gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo besser ans Wasser gehe. Nee, hier ist scheiße. Nicht jetzt sammeln. Und er probiert seinen ersten Pfeil. Der war super. Nicht. Kann man dem Schwein wieder ausweichen? Ich weiß es nicht. Weiß aber, ich kenne mich halt, ist eine Weile her, ne? Das war schon mal gut. Okay, das so geht's auch. Weißt du, was das Problem ist? Du kommst nicht schnell genug auf Speed. Jetzt hat's mich wieder. Wir haben es, Leute. Wir haben es. Es ist nicht ganz so tragisch mehr. Sind die Pfeile jetzt weg? Leder, rohes Fleisch und Köpfle, ne? Ja, ich sehe die Pfeile fein nicht mehr. Ich glaube, die sind jetzt weg. Aber unser erster. Ja, da guck's, Lama. Kannst du auf der Insel weitererzählen? Erzähl's ruhig weiter, kein Problem. Schüssinger, wir gehen pennen. Wir gehen pennen und bringen unser Leder weg. Oh scheiße, wir brauchen ein größeres Floß, Leute. Das ist ja witzi-mitzi hier. Wir müssen echt ausbauen. Das ist nicht wirklich geil hier, das bisschen, was wir da haben. Wo hab ich den Bauhammer hin? Den brauche ich jetzt mal eben. Mach das mal alles da hoch. Ich habe nämlich gerade gesehen, es wäre cool, wenn ich das noch reparieren könnte, bevor der nochmal kommt. Scheiße, Plastik.
und zwei. Jo, dann schenke ich das halt, verstehst du? Viel Spaß damit. Wie er genau die Schwachstelle dann jetzt nochmal genommen hat, gell? So, Körnchen rüber. Den Kopf. Wollt das sehen, weil ich weiß ja, dass manchmal auch Leute noch nicht alles vom Spiel kennen. Gucken wir uns natürlich dann gemeinsam an. Hallöchen, Popöchen, ich bin der Schweinsalderle. Ich bin der Schweinsalderle, ja, servus. Ich glaube aber, der ist cooler im Moment für uns. So, ja, weißt du was, dann machen wir das Leder hier dazu. Dann Haifisch rausgenommen. Ja, den esse gleich. Dann haust du dir ein Guderle drauf. Und gehen wir wieder in die Perspektive. Ich blick's einfach besser in der Ego in dem Spiel. Die Ananasic darüber, das machen wir darüber. Hat jemand eine Ahnung, wo ich den Haifischkopf hin habe? Hier ist der Haifischkopf, kommt er dazu. Fupp, fupp, fupp. Ah, du, dann sind wir ja schon ready to bounce, würde ich sagen. Pennen, stägen, los, oder? Auf geht's. Ich würde sagen, den Wasseranteil machen wir dann morgen. Wenn wir Pech haben, kommt jetzt noch der Vogel. Pass mal auf. Was heißt, wenn wir Pech haben? Der ist bestimmt irgendwo. Ich würde uns nochmal ganz kurz. Okay, vergiss es. Muss das gehen mit den Pfeilen, die wir haben. Das ist jetzt auch nichts mehr hier. Dann nehme ich mir mal ausnahmsweise. Was nehmen wir mit? Nehmen wir mal eine Melone mit. Und eine Mango. Auf geht's. Kann aber auch sein, dass ein zweites Schwein da ist, ne? Passiert aber eigentlich? Nein, passiert nichts mehr. So, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Den brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Den würde ich gleich gerne hier haben. Und ich hätte gerne. Das war eigentlich so gedacht. Den machst du dann hier mal mit drauf. So, jetzt gehen wir aber erstmal noch was machen für unser Wohlbefinden. Wir gehen kurz in die Höhle. Moiken! Schwein haben wir gemacht. Jetzt machen wir die Höhle und dann gehen wir wahrscheinlich den Vogel suchen. Oder machen wir den Vogel vielleicht morgen als Hauptfeind der morgigen Folge. Wir gucken mal, was auf uns wartet. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt hier was geändert haben. Ah ja, richtig, Pilze gab es ja auch. Ja, Pilze gab es ja auch. Für Omelette, da gab es das Rezept mit den Pilzen und mit den Eiern, gell, von den Hühnern, das so gut war. Und weiter. So, die Erde brauchen wir später auf jeden Fall für die Wiesen, gell? Oh, eine Kiste. Noch eine Kiste. Weil wir wollen auf jeden Fall jede Tiersorte einmal, ne? Die man zähmen kann. Kummerl, Bolzen, Schrott, Bolzen, Bolzen, Scharnierchen. Das Ding hätte ich jetzt gefeiert, wenn ich ehrlich bin. Eine Kiste voll Plastikzeug. Ist die hier jetzt schon zu Ende? Ich scheint, als wäre die hier zu Ende, gell? Ist gar nicht so eine große. Aber es war jetzt auch sehr geballtes Zeugs drin. Da kann man sich nicht beschweren eigentlich. Ich gucke nochmal, ob ich da hinten irgendwas liegen gelassen habe. Nee. Gut. Bringen wir es kurz ans Floß. Weil unser Taschenplatz halt noch begrenzt ist. Und da wir jetzt aber auch schon angefangen haben, Leder zu farmen, sollten wir uns nicht ewig Zeit lassen für den großen Rucksack, ne? Oder war das Wolle vom Lamale? Weiß ich nicht mehr. So, pass auf, eine Runde. Was war das mit den gelben Blumen für die Sonnenblume, gell? Ich nehme mal mit. Gelbe Blumen nehmen wir mal mit. Weil die Sonnenblume sollten wir uns schon bauen. Hallo? Das sind auf jeden Fall gleich Holzbäume, Bäume für Holz, die nehmen wir mit. Eine gelbe Blume mehr hätten wir jetzt gebraucht. Jetzt waren hier nur drei Stück. Nun gut. Machen wir hier unten den Schlag sauber vom Holz, würde ich sagen. Bis die Axt durch ist. Nehmen wir Holz mit, ne? Fliegt das schon hinten raus? Ne. Zack, rote Blumen brauche ich nicht. Ich brauche die gelben. Vogel habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber der wird wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Insel sein, ne? Nasic nehmen wir natürlich mit.
Machen wir ganz kurz mal einen Tausch. Wir kommen, glaube ich, in den Einzugsbereich vom Vogel. Der Stein sieht aber mal arg künstlich aus gerade. Hat den ein Mensch da hingesetzt? So macht man doch das, oder? Gemütlich die erste große Insel feiern. Das sind bestimmt die Kokosnüsse, die da rausgeknallt sind. Kokosnusssamen haben wir ja eigentlich genug im Moment. Okay. Dann haben wir diesen kleinen Balkon dieser Insel abgefarmt. Eine gelbe Blume war hinten beim Schwein eine gelbe Blume. Könnte man die Sonnenblume gleich mal testen. Rote Blumen jetzt hier sehr viele. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin eine rote Blume, lass mich. Und dann drehst du dich rum und sie schmeißt ihr rotes Cape ab und ist wieder gelb. Kennt man doch alles. Da oben fliegt die Möwe. Die Möwe haben wir jetzt lang vor uns her getrieben, ne? Das haben wir schön gemacht, dass wir mit der nichts zu tun haben bis jetzt. Frag mich natürlich, wie man früher dann, da ist sie, wie man früher dann, ich habe in jeder Runde unendlich viele Beete verteidigt gegen Möwen und jetzt habe ich noch nicht einmal wirklich welche gebraucht, ne? Danke, liebe gelbe Blume. Noch, guck mal, Blume, die sind hinter mir wegspawnt. Die haben nicht gedacht, dass ich nochmal hier hochkomme. Jo, guck dir das an. Ha. So, jetzt gehen wir Sonnenblume bauen. Den Vogel machen wir morgen. Und dann gehen wir nachher hinten beim Schwein nochmal rum und gucken da ein bisschen. Abschließend ein bisschen vorscouten schon mal für morgen. Jetzt baut er auch noch eine Sonnenblume auf das kleine Raft. Und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich das anstellen will. Dass wir einen Ton, wie ich das anstellen will, dass wir das Floß ausgebaut kriegen. Das heißt für uns nämlich ganz kleines bisschen Müllstromgeschwader, ne? Müssen wir, sonst wird es nichts. Pass mal auf, die Kokosnuss mache ich rüber. Dann kann ich jetzt den Ton rausholen. Dann baue ich mir die Sonnenblume. Ist das ein Hinweis, wenn da so eine kleine Vase dran... Ach Gott, wie süß. Oh, wie süß. Auf die Kissen kann man es nicht draufstellen. Auf die Schmelze auch nicht. Dann bleibt nur ein Platz. So. Oh. Und auch noch ganz hinten. Oh. Okay, Planänderung. Geh mal kurz hier die Sachen abtauchen, ja? Solange der da rumliegt. Okay, ich muss jetzt nur mal kurz überlegen, wo ich was jetzt hinmache. Pass mal auf, die hier sieht ja noch recht friedlich aus. Machen wir hier mal die Pilze mit dazu. Dann brauchen wir unsere neue Kiste für die Grundmatz, wie Holz, die Geschichte. Seil gehört jetzt auch für mich erstmal hier rein. Dann haben wir die Metallkiste. Scharnierchen hat gepasst. Machen wir die zwei Köpfe raus, die Bolzen lieber hier rein. Und machen die Köpfe hier mit dazu. Dann machen wir das hier mit rein. Die Erde, für die finde ich jetzt so spontan keinen Platz. Das machen wir so und so. Okay, Leute. Essen, Trinken brauchen wir uns jetzt im Moment noch nicht bemühen. Das heißt, wir gehen jetzt tauchen. Ich mache mal den Speer hier hin, das hier hin, das hier hin. Den mache ich hoch. Und den mache ich dann gleich hier hin, ja? Scheiße, passen keine Nägel mehr rein. Was nehmen wir mit? Auf jeden Fall. Ich muss halt gucken, jetzt, wenn die Kugelfische kommen, ne? Ton und Lehm würde ich sagen, Stein lassen wir liegen. Und die Dinger hier, den Metallschrott nehmen wir auch mit. So, da wo die Blasen aufsteigen, waren die Kugelfische immer eine Zeit lang, ne? Wenn wir natürlich jetzt den ersten Kugelfisch machen würden, wäre es nicht schlimm. Also es kann sein, da wo Blasen aufsteigen, ne? Okay, hier ist dann schon ein bisschen tiefer. Machen wir mal die zwei mit hier. Verballerst du gerade den guten Haken, bevor der alte durch ist?
Warum? Es gibt doch an jeder Insel Kugelfische, gell? Und runter. Hier nehmen wir mit Sand. Weil jetzt brauchen wir tatsächlich, durch den Entsafter brauchen wir schon viel Sand jetzt auch, ne? Immer 4 Gläser. Weil die verbrauchen sich dann. Die isst dann nämlich mit. Ich habe das blöde Gefühl, bevor der erste Kugelfisch, der wird mich überraschen. Oh, da war ganz viel Metall am Riff. Da gehen wir kurz runter. Die nehmen wir alle mit. Was ist da hinten? Ein Schatten nur? Das heißt, ab jetzt müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass wir keine billigen Haken mehr bauen, ne? Und hoch. Dann nehmen wir das Kupfer gleich mit. Da hinten hängt auch nochmal Metall und dann müsste eh der Haifisch bald wieder kommen. Schöne Runde, schön gemischt. Unser erstes Schwein. Erster Tauchgang gleich mit drin. Entsafter probiert. Das erste Lama begrüßt, dass es sich rumspricht, dass wir auf dem Weg sind. Okay, Haken wechseln. Und Bämsle. Und wenn du den noch schaffst gleich, bevor wir auftauchen, würde ich es feiern. Hör auf zu schlagen, schwimmen. Perfekt. Wo ist der? Wir schwimmen nochmal dahinter ein Stück kurz. Jo, jetzt schreist du schon, da ist noch gar nichts passiert. Er kennt mich halt von früher. Wahrscheinlich hat er gedacht, es wird bestimmt mit meinem Tod enden. Ich schrei mal lieber. So, dann sind wir versorgt. Also Leute, machen wir wirklich einen Deal. Egal was jetzt kommt, wir müssen als nächstes die Antennen ja aufsetzen. Dafür müssen wir das Floß erweitern. Dann würde ich sagen, wenn wir die Insel haben, was wahrscheinlich morgen gegen Ende der Folge soweit sein dürfte, dann bleiben wir so lange im Müllstrom mit einem kleinen Farmanteil offscreen, vor oder nach den Folgen, bis wir in der Lage sind, die Koordinaten einzugeben. Da müssen wir echt ein bisschen fleißig sein jetzt dann, ne? Gut, jetzt haben wir hier das Wichtigste, was ich haben wollte, haben wir. Jetzt gehen wir da noch kurz runter. So. Dann noch kurz da hinten durch. Sand noch ein bisschen mit. Hier ist, wie gesagt, bei mir nicht wichtig, dass ich alles finde. Eine schöne Ausbeute, die die ganze Sache rund macht, ist für mich vollkommen okay. Und die haben wir jetzt meiner Meinung nach rausgeholt. Na, guck mal. Nochmal 4 Metalle, 4 Kupfer, 7 Sand, 4 davon und 9 davon. Das ist okay. Das nehme ich jetzt auch noch mit, weil Plastikmangel hat das sowieso gerade. Machen wir morgen den zweiten Teil der Insel. Gehen wir hinten rum. Wobei ich versprochen habe, dass, was jetzt versprochen habe, ist nicht, aber eventuell habe ich gesagt, und das können wir machen, dass wir vorscouten. Taschenplatz haben wir noch, das Schwein ist ja weg, komm, wir scouten vor. Dann wissen wir vielleicht auch, wo der Vogel ist morgen. So. Und ich muss mir wieder eine Axt bauen, gell? Kann das sein, dass jetzt hier gleich das zweite Schwein halt auftaucht? Das weiß man nicht, ne? Ansonsten haben wir hier nicht mehr wirklich viel Holz zum Einsammeln. Das ist schon mal gut. Schön, dass wir jetzt zum Sonnenuntergang noch einen Spaziergang über die Insel machen. Warte. Ich wäre ja schon okay, wenn jetzt hier nicht noch unbedingt zwingend zweites Schwein rumstiefelt. Ich hoffe so sehr, dass kein Hühnchen auf der Insel ist. Es würde mich wieder in den Wahnsinn treiben, wenn ich es nicht mitnehmen kann. Okay, auf der anderen Seite geht es dann morgen für uns weiter. Jetzt hat es gespeichert. Zufall? Da ist der Vogel. Jetzt hat er mich auch noch gesehen.
Haben wir Glück gehabt noch oder kommt er? Schön angeteasert haben wir den. Man's. Scheiße. Gammler. Lederricher. Ich probiere mal, ob ich wegkomme noch. Wirklich in die Höhle. Ich sollte ihn schon tagsüber machen, den ersten. Hallo. Du, pass auf, da ist ein Vogel unterwegs, gell? Ich wollte es nur sagen. Der Tag, an dem er... Der Tag, an dem er den Vogel nicht nochmal wieder sah. Ja, ich glaube, der ist weg. Können wir uns morgen in Ruhe kümmern. Sehr schön. Schönes Ende. Und schöner Anfang steht uns bevor. Stärken wir uns und dann gehen wir direkt los. Wenn der weg ist, haben wir die Insel für uns. Dann können wir machen, wie wir wollen. Alles klar. Leute, ich freue mich so auf morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis dann.